Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Ja, was mir gerade aufgefallen ist, da ist ja die erste, die erste Insel, auf der wir bei Crash Bandicoot 1 gestartet sind. Und da drüben ist die zweite Insel von Crash Bandicoot 1. Und das bedeutet ja, dass wir eigentlich gerade momentan auf der dritten Insel sind. Und wenn wir uns mal daran erinnern, wie die dritte Insel aussah, war ja oben so ein Schloss drauf. Und es würde heißen, weil das hier alles so schlossmäßig aussieht, ja, dass wir halt quasi da oben drauf sind. Was ich eigentlich ganz cool finde. So, jetzt eine gute Frage ist, ja, wir gehen hier zu Road to Ruin mal rein und gehen dann wieder in den Warp Room. Jetzt hoffe ich nur, dass wir hier oben dann nicht da oben rauskommen, sondern in dem normalen. Ja, sehr gut. Okay. Crash, ich habe nicht viel Zeit. Cortex hat die neue Raumstation beinahe fertiggestellt. Irgendetwas stimmt nicht mit dem, was er sagt. Nimm dich in Acht vor dem Trick. Was? Ab geht's nach oben. Nach oben. So, und dann machen wir hier weiter mit Cold Hard Crash. Was ist das jetzt für ein Level? Ich weiß es nicht. Ein Eislevel. Okay. Ich weiß nur nicht, was für eins. Also an das hier oben kann ich mich schon noch erinnern. Mal, ob wir das genauso gut hier hinkriegen. Sehr schön. Das läuft jetzt gerade. 22 Kisten kaputt gemacht. Oh, da bahnt sich Anisa an. Versuche ihn zu verdrücken. Was auch anscheinend funktioniert hat. Ah, hier gibt's die böse Kiste. Ich ging leider nicht anders. Ich habe voll Lust gerade auf Currywurst Pommes. Von der Pommes. So, jetzt aber. Komme ich da dran? Ja. Oh. So. Schluss jetzt hier. Schluss damit! Mal gucken, ob ich die versteckte Kiste finde. Stimmt hier oben drauf. Nein! Ja, ich habe sie kaputt gemacht. Hier ist auch alles kaputt. Sehr schön. Alle kaputt? Alle kaputt. 31 Kisten.
Okay. Hab ich's verkackt? Nein. Okay. Ich dachte, da wäre noch eine Kiste drunter gewesen. Na, no. Ja, da gibt's bestimmt Kisten. Ja, mal gucken. Wenn mir am Ende Kisten fehlen, dann weiß ich ja, was los ist. Ich hoffe einfach nur. Dass das nur ein Edelstein gibt. Das war schön. Komm her. Ja, jetzt alles. Das sieht so aus, als ob wir alles ausgelöst haben. Oh nein. Okay, das ging ja ganz gut. Will ich gar nicht haben. Nichts da. Ich habe das Gefühl, dass es hier 156 Kisten gibt. Da! Ah! Ich habe noch extra abgewartet. Leben. Oh, bitte lass das nur ein Edelstein gewesen sein. Oh, knapp, knapp. Was haben wir jetzt? 140. Komm schon. Fuck you. 155. Na gut, wir haben den normalen Edelstein. Den Kristall. Schlimm. Ach, ja. Na? Okay. Dann gehen wir halt nochmal rein. Dann kriegen wir dann da einen Edelstein und Kisten. 15 Stück, um genau zu sein. Wir dürfen vorher nicht sterben. Aber das sollte auch nicht so das Problem sein. Guck mal, ob wir das genauso wieder hinkriegen. Ich bin überrascht. Das war knapp. Ich bin ja nur gestorben, weil ich unbedingt an der einen Dreckskiste da vorbeispringen musste, ne?
Ja. Man sollte auch schon eine TNT-Kiste aktivieren. Okay. Gucken wir nochmal nach. Alles leer. Super. Auch alles kaputt. Wow. Auch alles kaputt. Wunderbar. Das war schön. So, und wo ist jetzt diese... Da ist er. Ja, machen wir den Checkpoint hier. Da. Ah, das ist das, wo man zurück muss wieder, ne? Wegen dieser einen Dreckskiste. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Ich mag auch diesen Farbunterschied hier. Dass es immer so blau wird und dann ist es wieder grün. Ups. Da war es nämlich gerade wieder. Okay. Jetzt haben wir die ganzen Nitro-Kisten. Nein! Sollte funktionieren. Ja, sehr gut. Den Edelstein haben wir jetzt wenigstens schon mal. Dann müssen wir das halt nochmal machen. Und am Ende dran denken, abzubrennen. Ich war so am Überlegen. War da noch irgendwas? Ja, wo ist ein Kristall und dann war es bäm. Edelstein. Mann, ich verwechsel das immer. Ah, ein Arkenhammer. Weil das hier hinten macht auch voll Bock mit den Nitro-Kisten. Natürlich. Moi. Oh mein Gott. Ich wurde angeschrieben bei... Und ich konnte es nicht lesen, weil das alles zusammengeschrieben war. Ich sollte alles ausmachen, wenn ich aufnehme. Besonders in solchen Situationen.